Das Gartenbaukino gehört zu Wien, also Wien ohne Gartenbaukino gibt es irgendwie in meiner Vorstellung gar nicht. Die Sehnsucht wächst einfach an einen Ort, wo man wirklich Filme gemeinsam schauen kann und sie austauschen kann. Und ich habe es ja selber erlebt, jetzt gerade mit meinem letzten Dokumentarfilm, die Donald, was da los war in diesem Kino und was da immer los ist. Also da war, wir hatten ja da Premiere, da war ja irgendwie, es war ja Volksfest und ein Popkonzert gleichzeitig. Also irgendwie irgendein Kasteln, das man daheim reinschaut, wurscht wie groß ist oder wie, auf was für ein Beamer man das übertragt, überhaupt nicht leisten, was ein Kino kann. Ja, liebe Menschen, unterstützt das Gartenbaukino, übernehmt Patenschaften für Sessel, schaut auf der Website nach, wie man das machen kann. Man kann es für sich machen und sich auch verschenken. Das Gartenbaukino ist Wien, das Gartenbaukino ist großes Kino.